Das hier ist von Josef Davidowitz, der für das Geopolymer-Institut arbeitet und ja, hier einfach mal die These vertritt, dass die Steine gegossen wurden. Da habe ich ja schon mehrmals darauf hingewiesen. Und man sieht halt hier, wie mehrere Blöcke, die mehrere Tonnen schwer sind, halt einfach durch das Prinzip von dem Verfestigen von verschiedenen Materialien, also Natron, Calciumoxid, Kaolin, Kalkstein, zu einem Beton gemacht werden und dieser Beton dann, wenn er aushärtet, von einem Stein kaum mehr zu unterscheiden ist. Und man sieht hier verschiedene Sorten, wie das aussieht, wenn man entsprechend mehr oder weniger Wasser dieser Betonmischung hinzugibt und wie dann hier auch die Nähte komplett perfekt oder sehr perfekt werden. Ja, fand ich sehr spannend, weil er halt zumindest mal gezeigt hat, wie es gehen könnte. Also man sieht halt diese, das sind glaube ich 6 Tonnen, die hier stehen. Was ich nicht weiß, ist, wie stabil ist dann dieses Material. Wobei da halt auch viele Menschen sagen, von denen ich so Vorträge gesehen habe, dass es schon mittlerweile künstliche Steine gibt, die gegossen wurden, die eine mohrsche Härtegrad von 7 bis 8 haben. Das wäre schon sehr enorm. Da kommen wir also auch schon an Granit ran oder da sind wir schon bei der Härte von Granit. Hier mal ein Foto von Kalkstein, wie das halt aussieht mit diesen aus Kalk bestehenden Mini-Fossilien. Und der Davidowitz hat halt gesagt, im Grunde genommen, wenn man jetzt so einen gegossenen Stein analysiert im Vergleich zu einem natürlichen Kalkstein, dann wird man keinen Unterschied feststellen. Rein von der Optik her bestehen halt beide aus diesen ja, aus Kalk bestehenden Mini-Fossilien. Nur hat der künstliche Stein halt dazwischen ein Bindemittel, das man halt untersuchen müsste. Und er hat halt auch in einem Vortrag mal beschrieben, dass es halt Hieroglyphentexte gibt, auf denen die halt beschreiben, wie die künstlichen Steine herstellen. Und man sieht halt auch auf diesen Illustrationen, die halt hier gezeichnet auf Wänden gefunden wurden, dass das doch halt schwer danach aussieht, dass die halt hier irgendwelche Massen anrühren und also hier das aus dem Eimer ausschütten und hier halt den Stein daraus herstellen. Hier dann noch teilweise irgendwie wahrscheinlich Steine anbringen oder antransportieren, die dann verkleinert werden, damit man daraus diesen Beton machen kann. Und hier haben sie halt dann irgendwie entsprechend diesen Winkel angelegt. Sieht man hier oben auch nochmal schön aus Holz nachgemacht, um dann halt die Verschalung herzustellen. Dieses Museum, das National de Historie Naturelle, das ist halt ein Museum, das künstliche Steine vom Geopolymer-Institut hergestellte, zusammen mit Originalproben aus dem Gizeh-Plateau verglichen hat und keinen Unterschied feststellen konnte. Also jedenfalls hat das der Josef Davidowitz so postuliert, da glaube ich ihm auch einfach. Und die hatten auch noch eine andere Expertise eingeholt, die ebenfalls gesagt haben, dass sie halt da keinen Unterschied feststellen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende These. Was dem entgegensteht, ist, dass halt wieder jeder Stein, der zumindest bei vielen Pyramiden verwendet wurde, ein Unikat ist. Und man sieht ja auch hier, die haben die halt schön senkrecht gemacht, wie man es heute halt so machen würde, ne? Alles ist rechtwinklig und das macht es natürlich einfach in der Verschalung. Sobald der Winkel hier aber nicht mehr senkrecht ist, sondern leicht schräg, wird es alles schon wieder ein bisschen komplizierter. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die für jeden Stein eine extra Verschalung bauen mussten, weil ja jeder Stein ein Unikat ist, dann ist das halt auch wieder so viel Aufwand. Ich kann da nicht einfach eine Schale nehmen und die mehrmals verwenden. Das ist also, ja, das spricht halt auf jeden Fall gegen diese These. Auf der anderen Seite habe ich ich glaube, in einem Arte-Beitrag mal gesehen, dass auch die Römer schon künstlichen Beton oder Beton herstellen konnten und die sogar in der Lage waren, das hat man wohl bei Hafenanlagen gefunden, dass die Beton hatten, der unter Wasser abbinden konnte. Und das ist natürlich auch alles, ja, ist einfach verblüffend, mit was für Mitteln man solche Ergebnisse erzeugen kann, ohne jetzt in dem Sinne Hochtechnologie gebrauchen zu müssen. Ja, also es ist schwierig, das irgendwie einzuschätzen und zu sagen, ja, so haben sie es gemacht. Also es gibt halt Sachen, wie gesagt, allein, dass man das hier mal gemacht hat und sieht, dass es an sich funktioniert, zumindest in einem kleinen Maßstab, spricht schon sehr dafür,
Wohingegen es auch wieder Argumente dagegen gibt. Also ja, es ist irgendwie echt schwierig, da zu irgendeinem definitiven Urteil zu gelangen. Hans Jelitow erwähnte noch, dass man wohl aus dem Mörtel der Cheops-Pyramide Baumreste extrahieren konnte und mit der C14-Methode gemessen wurde, dass diese Picken oder diese Proben in etwa 400 Jahre zu alt sind, also 400 Jahre älter als die Ägyptologie Cheops datiert. Und das Argument der Ägyptologen war dann, dass die halt damals 400 Jahre alte Bäume genommen haben, um den Mörtel anzurühren. Also ich habe schon von diversen Stellen gehört, dass es dort keinen Mörtel gibt, dass diese Steine ja an sich so übereinander gesetzt wurden. Wenn es Mörtel gegeben hat, dann sind sie ja höchstwahrscheinlich nicht gegossen worden, weil warum sollte ich Mörtel dazwischen machen, wenn ich das alles drauf gieße? Und wie mache ich den Mörtel dann an der Seite? Also man könnte sich ja vorstellen, dass man vielleicht eine hauchdünne Mörtelschicht auf den Boden ausbringt und dann halt seinen Stein drauf gießt, aber dann wäre nicht erklärt, wie an den Seitenwänden Mörtel zustande käme. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Millionen Liter dieses Mörtels angerührt hätten werden müssen, ist das ja auch nochmal ein enormer Zusatzaufwand. Also ich kann für mich nicht sagen, ob es da wirklich Mörtel gab oder nicht. Also ja, da gibt es auch wieder so widersprüchliche Aussagen zu. Edward Leeds Cullen, also der hat diesen Park hier. Dieses Coral Castle in Florida, wird das genannt, Coral Castle Florida, hat er gebaut. Das ist auch noch um einiges größer als das, was man hier sieht. Ihr seht es ja hier, 28 Jahre Bauzeit, auch aus Kalkstein, 1100 Tonnen Gesamtgewicht. Und hier dieser Typ, der soll das halt in seiner Freizeit so quasi nebenbei gebaut haben. Hier eine Drehtür, wo halt oben so ein Stein drauf liegt. Das Ding kann man auch heute noch mit einem Finger bewegen, ist also super ausgerichtet. Dann gibt es diese Magnetapparatur, die man hier findet. Und ja, in diesem Magnetic Current, das ist ein Buch, was er geschrieben hat, da soll halt drinstehen, dass man über solche Magneten die Steine levitieren kann. Und irgendwie muss er sie ja auch geschnitten haben. Also es ist verblüffend, was der hier so auf die Reihe bekommen hat. Der soll wohl auch mal gesagt haben, er hat das Rätsel der Pyramiden gelöst und weiß, wie die das gemacht haben damals. Aber leider hat er dieses Rätsel mit ins, oder die Lösung dieses Rätsels mit ins Grab genommen. Es gibt von dem Stefan Timmer einen sehr interessanten Vortrag auf YouTube, der heißt Position und Funktion der Cheops-Pyramide. Also ich habe Stefan Timmer selbst kennengelernt und er sagt auch, dass er mittlerweile nicht mehr mit allem d'accord ist, was er damals da vorgetragen hat. Aber er hat sehr viele interessante Aspekte zum Thema Levitation durch Schwingungen, sei es durch Schall und wie auch immer, hat er halt da reingebracht. Und auch unter anderem von diesem Coral Castle in Florida hier, von dem Edward Leeds Cullen gesprochen. Also das ist ein sehr interessanter Vortrag. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal von dem Stefan Timmer, der Vortrag Position und Funktion der Cheops-Pyramide. Ja, ist wirklich interessant und macht den Kopf auf. Und auf der Internetseite hier grenzwissenschaftler.com findet man auch inspirierende Dinge. Ja, hier sieht man halt, dass nichts mit einer Gusstechnik gemacht wurde, sondern mit einer Art Levitationstechnik. Jedenfalls nehme ich das an, so wie sie das hier alles darstellt. Ja, das ist auch recht interessant, finde ich. Da hat jemand so ein Metallteil genommen, das sieht aus wie aus Kupfer, hat das hier auf einen Stein draufgesetzt und dann halt hier über einen Draht eine Box angeschlossen und einen Ton draufgegeben. Also wenn man sich das Video anguckt, das heißt How to Melt Stone Sound oder How to Melt Stones Plural Sound. Dann hört man halt ein fieses Knattern. Er hat oben ein Gewicht draufgepackt und dann halt über die Zeit hier dieses Metallteil in den Stein reingebracht. Und das Ganze jetzt ohne viel physische Kraft oder so. Hier ist das Ergebnis, dass man sieht, nachdem er das halt wieder rausgeholt hat, dieses Metallteilchen. Er zeigt dann auch in dem Video hier noch, wie das halt hier wirklich sehr gut reinpasst.
und dann im Endeffekt halt hier also ein Loch geschnitten wurde mit dem entsprechenden Pfropfen, der da reinpasst, das halt ziemlich sauber aussieht. Und er hat es dann noch weitergetrieben und hat hier wahrscheinlich auch eine Metallform erstellt, die halt auf ein entsprechendes Teil drauf fixiert und dann da auch wieder den Ton oder die Frequenz draufgegeben und hat dann dieses Ornament hier erzeugt, das man hier in dem Stein sieht. Ich weiß leider nicht, welcher Stein da bearbeitet wurde, aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant, dass es funktioniert hat. Das Ganze ist von infrafon.ru. Das steht auch auf dem Video dann geghostet drauf. Ist aber in Kyrillisch die Seite, kann ich also nicht lesen. Ich weiß nicht, was da sonst noch drüber steht. Hier der dritte Versuch, der hat er also hier oben, das ist ein Stein, das hier so hautfarben aussieht, hat dann da ein Band drüber gelegt, über dieses Band halt die Frequenz geleitet und einen anderen Stein oben drauf. Das ist der hier, ist ein zweiter Stein. Den sieht man dann hier nach einer gewissen Zeit, wie sich der zweite Stein oben drauf auf diese Rundung von dem Stein darunter ziemlich gut angepasst hat. Also sehr spannend. Guckt euch das mal an. Wie gesagt, How to Melt Stones Sound auf YouTube eingeben, da findet ihr das. Und ja, jetzt wäre noch die Frage, wenn die Ägypter in der Lage gewesen wären, halt solche Töne oder Frequenzen zu erzeugen, die auf den Stein zu übertragen, gibt es vielleicht da auch noch irgendwelche Tricks, die wir jetzt so nicht drauf haben, wie man das halt ohne die technischen Möglichkeiten hinbekommt, die wir heute haben. Ja, die unvollendete Barca-Pyramide, das finde ich auch super spannend. Da bin ich durch verborgene Geheimnisse TV drauf gekommen. Das ist also, ja, ihr seht es ja selber hier an der Illustration. Man hat also hier einen Gang nach unten gefunden. Hier sieht man den, wo beschrieben wurde, dass es halt aussieht, als hätte man mit einem riesigen Käsemesser einfach ein Stück aus dem Stein hier rausgeholt. Das ist halt hier wirklich auch sehr gerade runter. Dann hat man, hier sieht man das auch nochmal schön, wie dieser Forscher hier diese Schräge hochgeht. Und da unten hat man dann einen ovalen Sarkophag, ja, oder wie auch immer man das nennen mag, gefunden, der da im Boden eingelassen war. Hier sieht man mal den Stein, in den dieser Sarkophag eingelassen war, mit diesem ovalen Deckel. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön. Und hier unten halt diese Öffnung. In diesem runden Behälter soll irgendeine schwarze, zähflüssige Flüssigkeit gewesen sein, wo ich erstmal so spontan an Black Goo gedacht habe irgendwie. Aber das Seltsame dabei ist halt, also diese Pyramide, falls es hätte eine Pyramide werden sollen, er hatte halt auch eine Seitenlänge von 200 Py Metern. Also das heißt, wir sind irgendwie gerade mal 30 Meter weniger als bei der großen Pyramide in Gizeh. Und das ist auch nicht allzu weit entfernt von Gizeh. Also da hätte man natürlich wunderbar dran forschen können, wie so eine Pyramide dann überhaupt aufgebaut wurde. Und ja, was hat man gemacht? Also man hat halt hier in den 50er Jahren, sieht man noch diesen Lord of the Pharaohs 1955 gedreht. Da habe ich mal ein Bild aus dem Filmtrailer rausgenommen, wie man hier sieht, wie wieder Tausende von Sklaven diesen runden Sarkophag da unten da reinbringen über irgendwelche Seile. Das ist natürlich in meinen Augen Schwachsinn, aber ist ja egal. Es zeigt halt, wie, also dass dieses Ding wirklich echt mal so ausgesehen hat. Das kann man in den Filmaufnahmen auch tatsächlich sehen. Und auch diese Fotos hier, ne, das ist schon schwer beeindruckend. Ja, und statt daran zu forschen, hat man einen Militärstützpunkt drumherum gebaut. Und hier von 2018 mal ein Google Earth-Foto, wo man halt sieht, dass halt alles zugeschüttet wurde und drumherum hat man halt die Baracken von den Militärs. Und da kann man ja auch wieder nur sagen, ja, eine Hoch auf die auf die Ägyptologie und die Forschung dort, wenn man das, was irgendeinem Erkenntnisse bringen könnte, einfach zuschüttet. Also da, ja, das hat ja wirklich alles mit Forschung und Zugänglichkeit von Wissen überhaupt gar nichts mehr zu tun. Also hier finde ich auch schön, ne, wie gerade das hier, das ist ja alles auch wieder sehr detailliert gezeichnet, wie die Bodenplatten hier auch oder die Bodensteine auch so schön unterschiedlich sind, vielleicht auch wieder gegossen, ne, weil es diese Unregelmäßigkeit hat. Ich nehme an, dass auch hier wieder kein Blatt zwischen irgendeine Fuge dazwischen passt, alles perfekt gearbeitet wurde und ja, statt da irgendwelche Erkenntnisse für die Allgemeinheit rauszuziehen,
wird das halt zugeschüttet. Dann ist mir noch eingefallen, dass in der Nähe der Knickpyramide in Dahschur auch nochmal, wenn man sich auf Google Earth das ein bisschen anguckt, alte Strukturen zu sehen sind. Ich glaube, auch da gibt es Militärstützpunkte. Und also ich gehe eigentlich davon aus, wenn irgendwo ein Militärstützpunkt hingebaut wird, dann ist da irgendwas von Interesse im Boden. Entweder altes Wissen oder alte Technologie, ich weiß auch nicht, aber die bauen ihre Stützpunkte nicht einfach so hier über diesen halbfertigen Pyramidenkomplex. Das hat schon seinen Grund. Traurig, aber wahr. Jetzt kommen wir zu den Kuriositäten. Diese Schieferscheibe wurde in einem Grab gefunden, das der ersten Dynastie zugeordnet wurde. Also wir sind hier im Minimum bei 5500 Jahre in der Vergangenheit. Die Ägyptologen sagen, wir sehen hier eine Vase, wobei ich da ein bisschen skeptisch bin, wenn ich mir angucke, dass diese Vase hier in der Mitte eigentlich ein Loch hat, was aussieht eher wie eine Rattennarbe. Also mein Gedanke dazu war, das sieht aus wie ein technisches Gerät, was vielleicht mal rotiert hat. Ja, dazu ist mir eingefallen, dass Viktor Schauberger mit der Repulsine über Rotation von runden Elementen Levitation erzeugen wollte oder geschafft hat. Ja, vielleicht war das ja ein Bauteil einer Repulsine aus verschiedenen Steinmaterialien. Dazu kommt, dass Schiefer ein sehr sprödes Material ist und solche Blätter hier, so dünn zu arbeiten, ist absolut, ja, wie soll ich sagen, hochgradig, ja? Hochgradige Kunst oder Steinverarbeitung, die hier zu sehen ist. Und hier war das Skelett wohl in dem Grab, hier war die Scheibe, also auch relativ zentral. Das Bild ist, glaube ich, von Reinhard Habeck. Den kann ich auch empfehlen. Guckt euch die Vorträge von Reinhard Habeck zum alten Ägypten an. So, hier kommen wir zum unvollendeten Obelisk. Das ist also die Spitze von dem Obelisk, der halt noch halbfertig dort im Steinbruch liegt in Aswan. Und hier sieht man mal nicht mal die Gesamtlänge. Ja? Also hier dieser Pfeiler hier, der ist so groß wie der hier. Das ist also 1 Meter in etwa. Und das wäre also schon richtig groß geworden. Man schätzt so in etwa auf 1000 Tonnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das Abgefahrene ist, wenn man diesen Granitblock hier, diesen Obelisk an einer Seite heben würde, würde er kaputt gehen, er würde zerbrechen, weil auch Granit auf diese Belastung von 1000 Tonnen auf diese Länge nicht halten würde. Der müsste also, wenn er dann irgendwie mal fertig wäre, am Stück hochgehoben werden. Und jetzt guckt euch mal an, wie das Umland hier aussieht. Das ist ein Steinbruch, das sind keine Straßen oder irgendwas, das ist einfach nur abgetragene Felsen, völlig unebener Boden. Hier sehen wir jetzt, wie das unten aussieht. Die haben das sozusagen hier so das sieht aus, wie als hätte man den Stein an der Stelle mal geschmolzen und weggeschaufelt. Weil warum sollte man mit Hammer und Meißel hier so eine Riffelung reinhämmern? Das ist ja eigentlich auch nochmal Zusatzaufwand, den man eigentlich gar nicht braucht. Und bei der Bauweise, wenn es hier jetzt auch, ne, es ist relativ schmal hier in der Mitte, wie ist der letzte Arbeitsschritt? Also was ist mit dem armen Teufel, der den letzten Stein hier weghauen muss, der da noch übrig bleibt? Also das ist alles irgendwie skurril. Wie haben die das damals gemacht? Ja, hier, dank an Stefan Timmer, der hat mir das Foto geschickt, ein Relief auf einem Sarkophag. Was soll ich euch sagen? Die beiden hier und auch der hier, die sehen da so ein bisschen fremd aus, sage ich mal vorsichtig. Kann jetzt jeder selber interpretieren. Aber schon abgefahren, was die uns damals alles so dahinterlassen haben. Also ich glaube auch nicht, dass es nachträglich, dass hier mal ein Gesicht war, was dann übermeißelt wurde. Dafür sieht es mir irgendwie alles zu gleichmäßig aus. Jetzt kommen wir zu einem Sarkophag, der im Kairoer Museum steht, der auf der Rückseite hier noch so ein Teil dran hat und die haben hier mitten im Schnitt aufgehört. So. Und wir haben hier anscheinend festgestellt, irgendwas ist falsch gelaufen. Nee, Abbruch geht nicht. Oder ja, wie auch im Serapeum. Ja, man hat halt irgendwie plötzlich aufgehört zu arbeiten. Mitten in der Arbeit war plötzlich unterbrochen und ja. Der sieht also von vorne so aus, hat also auch schon seine Form, alles perfekt hier. Und von hinten hat er halt dieses Teil, was halt nicht ganz abgetrennt wurde. Ja, was halt an sich auch schon skurril ist, finde ich persönlich. Die Sarkophage. Wir sehen ja auf der einen Seite, wie man hier so Sarkophage hat,
die halt sehr zweckgebunden aussehen. So, also wir haben eine Kiste, da muss jetzt keine große Verzierung drumherum, ein Deckel drauf und fertig. Genauso wie die hier mit einem eckigen Deckel und diesen beiden Knubbeln noch dran. Wahrscheinlich damit man den Deckel besser drauf bekommt. Obwohl ich ja annehme, dass das, ja, das ist ja wahrscheinlich auch eher zum Anheben des Deckels günstig, weil wenn der einmal drauf ist, muss er ja eigentlich nicht mehr angehoben werden. Also mir ist nicht mal ganz klar, ob die Art, Sarkophage so zu bauen mit diesen Knubbeln da dran und diesem eckigen Deckel aus derselben Kultur kommt wie die Sarkophage, die wir hier oben sehen, wo die halt so, ja, ohne diese Knubbel und mit einer eckigeren Form gemacht wurden. Dann sehen wir Sarkophage, die diese Gesichter da drin haben, wie die drei hier oben rechts oder hier oben links. Auch skurrile Gesichter, so ein bisschen breit, breitnasig, platt gedrückt. Dieser war, glaube ich, in dem hier drin, also was wir hier unten links sehen. Der kleinere war in dem richtig großen drin. Und bei dem richtig großen sieht man auch hier, wie die Riefen nicht so hundertprozentig sind. Also selbst da bin ich mir nicht sicher, obwohl die Riefen fast parallel laufen. Laufen sie halt nicht 100% parallel. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Riefen von derselben Kultur da reingehämmert wurden, wie die, die das Gesicht und den Bart hier gemacht haben. Weil der Bart ist doch irgendwie perfekter gearbeitet und das Gesicht ist auch echt vom Perfektionsgrad deutlich höher als diese leicht unebenen Riefen hier. Und ich würde doch eher annehmen, dass es einfacher ist, parallele Riefen in so ein Metall reinzubringen, als so ein ebenmäßiges Gesicht mit Nase und allem drum und dran. Hier sieht man übrigens auch deutlich, dass es kein Mattfossil ist, sondern halt hier ein Steinbehälter. Dann der Lilliputaner hier. Meiner Meinung nach ist es kein Kind, sondern Lilliputaner, weil die Proportionen so seltsam sind, mit den doch sehr verkürzten Beinen und auch also sehr kunstfertig in den Stein gebracht. Also wenn man sich anguckt, wie hier die Schattierung der Muskeln und so reingesetzt wurden, das ist schon große Handwerkskunst. Also finde ich schon beachtlich. Und auch hier der Adler mit diesem Menschenkopf drauf, den man hier sieht, ist auch handwerklich sehr gut. Genau wie auch die Hieroglyphen doch sehr ordentlich darauf gebracht wurden. Aber hier gehen die Hieroglyphen über diese Stelle hinweg. Und ich hätte am Anfang ja gedacht, das ist irgendwann später mal rausgebrochen. Und so wie man es aber sehen kann, wenn man näher dran ist, sind die Hieroglyphen hier drüber gearbeitet worden. Das heißt, wir haben auch wieder irgendeine Kultur gehabt, die den Deckel hergestellt hat, mit dieser Macke da drin und irgendeine andere Kultur, die dann die Hieroglyphen da drauf gesetzt hat und die dann auch nicht mehr in der Lage war, diese Macke hier zu nivellieren in irgendeiner Form. Aber das finde ich schon ein bisschen seltsam, dass die Hieroglyphen über diese Einbuchtung, über die Macke hier drüber gehen. Ja, es gibt ja auch die These, dass die Sarkophage Batterien waren und auch da ist es halt schwierig, das immer alles so zu verallgemeinern. Es gibt halt, wie man hier deutlich sehen kann, ganz unterschiedliche Arten von Sarkophagen und ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Sarkophag, wo der Kleine hier drin lag, auch ein Mensch drin lag und dass halt, also wenn da menschliche Gesichter drauf sind, da auch Menschen drin lagen, wohingegen ich mir nicht mehr so sicher bin, wofür diese Sarkophage hier gedient haben, die halt diese reduzierteren Formen haben. Die sehen ja eher so ein bisschen aus wie funktionale Gebilde als wie rituelle Artefakte. Sind auch aus verschiedenen Materialien, bin ich der Meinung. Also das hier sieht ja auch aus wie Beton hier eher. Ich nehme an, dass das Kalkstein ist, bin mir aber nicht ganz sicher. Und die meisten Sarkophage, die man auch hier sieht und auch hier, sind aus Granit, der diese piezoelektrischen Eigenschaften haben soll. Wobei ich mich dann frage, warum sehen wir heute keine Granitbatterien? Müsste es ja dann eigentlich auch irgendwo geben, wenn das irgendeinen Elektronutzen hat. Aber ja, da kenne ich mich nicht gut genug mit aus. Jetzt kommen wir zu den großen Ohren. Ich meinte ja schon, die haben die Sachen so dargestellt, wie sie aussahen. Und wenn man sich mal anguckt, was der hier für Lauschlöffel hat. Und auch er hier, genauso wie er, das ist schon enorm. Also, und wenn man weiß, davon ausgeht, dass Schall einfach extrem wichtig ist, dann glaube ich mal, dass die irgendwie auch sensitivere Gehörapparaturen hatten als wir hier. Hier sehen wir, dass die Nase auch hier wieder so eine Haut bildet irgendwie. Ich weiß nicht, ob das ein Indiz für ein Mattfossil ist, obwohl die Ohren eher unnatürlich aussehen.
Also hier tendiere ich eher dazu zu sagen, das ist kein Mattfossil. Und bei ihm hier sieht man auch ganz deutlich, dass es sich um Stein handelt, der hier in der Nase, ne, das sind keinerlei Strukturen, die auf eine Nasenscheidewand oder einen Hohlraum hindeuten. Also hier bin ich der Meinung, sieht man, dass es sich um in Stein erstellte Abbilder handelt. Also ob die jetzt gegossen sind oder gemeißelt, das wage ich nicht zu beurteilen, aber Mattfossils sind das hier meiner Meinung nach nicht. Ja, hier Ohren auf Höhe der Augen. Wir sehen deutlich, dass diese Ohren von den Dargestellten hier ganz extrem deutlich höher sind. Und bei uns sagt man ja, die Zirbeldrüse sitzt auf Höhe der Oberkante der Ohren und genau in der Mitte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die ihren Gehörgang in etwa auf dieser Höhe haben, haben die vielleicht über die Ohren eine direktere Verbindung zur Zirbeldrüse gehabt. Und auch hier glaube ich einfach, es handelt sich um eine andere Art von Mensch. Also so wie der Neandertaler eine andere Art war, ist das halt ja eine andere Art von Mensch. Ja, die Mischwesen. Also es gibt ja sowohl Menschenkörper mit Tierköpfen als auch Tiere mit Menschenköpfen. Hier nochmal Tod und Horus, glaube ich, mit Tierköpfen. Hier sehen wir den Reptiloiden noch. Hier sehen wir Schlangen mit Füßen und Armen. Kann natürlich auch alles metaphysisch gemeint worden sein, aber ich finde es schön, mir vorzustellen, dass das alles wirklich auch mal so ausgesehen hat. Hier, diese Dreier-Skulptur hier ist aus einem Block gehauen worden. Und ich meine, guckt euch die Qualität an, das ist wirklich toll. Und was mir dabei aufgefallen ist, Anubis ist es ja, glaube ich, hat eckige Ohren. Ist auch ein bisschen seltsam. Also man sieht ja hier an ihm eindeutig, die waren ja in der Lage, die Ohren richtig darzustellen. Hier, ne, spitze Ohren, also sieht ja schon ganz gut aus. Und er hat hier halt eckige Lauschlöffel. Und ja, hier sehen wir nochmal Horus, glaube ich. Nee, das ist nicht einer. Ich glaube, das ist Horus und das ist ein anderer. Habe ich jetzt leider nicht auf dem Schirm. Ja, hier noch zum Herstellungsprozess von dieser Dreier-Skulptur. Also wenn das gegossen wurde, dann muss die Negativform extrem komplex gewesen sein, weil wir haben ja hier die Unterschneidungen hier, wo die Arme langlaufen. Wir haben hier Unterschneidungen von seinem Arm. Also ist mit Sicherheit möglich, aber schon, ja, ich weiß gar nicht, ob das dann so unverhältnismäßig viel weniger Arbeit ist, wenn man dafür eine Negativform erstellen würde, als wenn man das halt gleich aus dem Stein rausholt. Ja, vielleicht sind das ja auch Mattfossils. Das finde ich halt auch cool, wenn das Mattfossils wären. Also, sie sieht ja schon irgendwie sehr gut aus hier, ist sehr gut gearbeitet, auch er hier und. Dann müsste es ja aber irgendwie auch bedeuten, dass die in dieser Pose versteinert wurden und das erschließt sich mir halt auch nicht so hundertprozentig. Ja, aber auf jeden Fall wollte ich noch mal kurz betonen, dass wenn das hier gegossen wurde, dann hätte ich davon gerne mal die Negativform gesehen. Also das ist schon hochkomplex. Ja, hier nochmal Sobek und Sobek hier nochmal mit Kombination von Widderhörnern oder sowas ähnlichem und Krokodilskopf. Und hier haben wir nochmal so ein Nilpferdwesen, was mit langen Armen da ganz oft auch auf Reliefs zu. Und gibt es auch eine Statue von, die habe ich allerdings nicht gesehen. Ja, die Sphingen, oder ja, wir sehen halt hier die Proportionen, darauf möchte ich aufmerksam machen, sieht man hier so, wie man sich das doch in etwa ganz gut vorstellt zwischen Mensch und Tier. Also Mensch und Löwe. Ich finde, die große Sphinx hat einen etwas zu kleinen Kopf. Das finde ich immer wieder beachtlich. Irgendwie könnte mir vorstellen, vielleicht war das auch ein Löwe, wo dann Pharao mal gesagt hat, nö, ich bin's und hat den Löwenkopf zum Pharaonenkopf gemacht. Was interessant ist, dass hier diese Auswaschungsspuren zu sehen sind, was hier in diesem Bereich ist. Und da hat ein Geologe, Professor Robert Schoch, der da mal Untersuchungen vorgenommen hat, gesagt, es müsste eigentlich vor ewigen Zeiten mal ganz lange im Regen gestanden haben, weil so eine Auswaschung braucht schon eine ganze Zeit, bis Stein so auswäscht. Und naja, das fanden die Ägyptologen dann nicht so toll und haben ihn irgendwie des Landes verwiesen, aber ich glaube schon, dass wir auch hier wieder Belege für die Sintflut sehen. ja, hier sieht man ja auch die große Sphinx, diese Verschalung, die hier drumherum gemacht wurde, die ist halt in den 20er Jahren bearbeitet worden oder erneuert worden.
Auf den ersten Fotos, die ich so gefunden habe, sieht man die auch schon, allerdings ein bisschen unregelmäßiger. Ich glaube, das kommt gleich noch in dem nächsten Bild. Ja, und was ich hier wieder krass finde, 1980 wurden 200 Archivfotos gefunden, die dann aber wieder nicht veröffentlicht wurden, wo ich dann auch denke, Mann, das ist doch echt eine große Tragödie. Was haben die da zu verheimlichen? Warum kann man das nicht mit der Weltöffentlichkeit teilen, was da an Erkenntnissen gewonnen wird? Hier habe ich dann mal ein Bild mit einer Sphinx überlagert, so wie ich mir vorstelle, wie das ausgesehen haben könnte, wenn man jetzt wirklich von den Proportionen Mensch-Löwe ausgeht, die halt sonst in Stein gemeißelt wurden. Und da sehen wir halt hier, dass, was man hier so ein bisschen dunkel noch erkennen kann, die Sphinx, wie sie jetzt aussieht, also wirklich deutlich kleiner ist. Nicht nur so ein bisschen kleiner, sondern halt wirklich deutlich, ne? Da ist also irgendwas ist da im Nachhinein nachträglich verändert worden. Hier sehen wir nochmal ein altes Foto, wie auch damals schon, als die ausgegraben wurde, diese dilettantischen Verkleidungen hier drumherum waren, um der Tatze. Ich denke mal, dass es in der Antike irgendwann irgendwie anders ausgesehen hat, aber ja, sei es drum, dann halt hier auch nochmal sieht man schon, wie hier unten drunter so ein anderer Stein ist, der Kopf hier oben ist dunkler. Wie man auch hier schön sehen kann, das ist also aus einem anderen Stein draufgesetzt, nachträglich. Auch hier sieht man es ja noch ein bisschen und man sieht hier halt auch, wie hier unten noch was rangecovert wurde, ran fantasiert wurde, um das halt oben wahrscheinlich noch ein bisschen abzustützen. Man sieht ja hier, wie wenig hier von dieser Meneshaube, heißt die, glaube ich, übrig ist und das wurde halt hier noch alles dazugesetzt. Ja, und da gibt es also zwei sehr abgefahrene Thesen, wie ich finde, zu diesem Kopf. Und zwar die eine ist wieder von Fossilien der Götter, dass es sich halt hier um ein Fossil handelt, was ich ganz interessant finde, weil das sieht halt hier schon nach einer organischen Struktur aus. Und wir sehen halt hier, wie hier oben so eine senkrechte Struktur hier so runterläuft und an der Nase endet. Und ja, das könnte also schon organisch sein, bin ich der Meinung, vom visuellen Eindruck her. Und diese Querriefen, die hier so rübergehen, das sind Reste vom Mumifizieren. Also die These ist, dass das halt mal ein lebender Mensch war, der mumifiziert wurde und dann versteinerte. Vielleicht gab es damals einen Trick, wie man das schnell machen konnte. Und dann musste man irgendwie die Bandagen abgenommen haben. Und die Reste der Bandagen haben sich sozusagen hier in die Hautoberfläche eingedrückt, während der halt versteinerte. Und das ist das, was wir hier halt sehen mit diesen Querstreben. Und das sieht wirklich so aus wie abgenommene Bandagen von einem Mumienkopf. Und hier sieht es auch teilweise noch so aus, als wenn die Zähne hier so ein bisschen durchblitzen. Da gibt es also von Fossilien der Götter zur Sphinx und dieser These einen sehr interessanten Beitrag auf YouTube. Könnt ihr euch mal angucken. Ich glaube, gebt ihr einfach Fossilien der Götter und Sphinx ein, dann findet ihr das. Die gehen da auch wirklich dann ganz nah ran, analysieren auch hier die Augenstrukturen und auch am Ohr Strukturen. Also das ist schon abgefahren, wenn man sich das mal so anguckt. Und die zweite These ist von Gedanken der Zeit, dass das der Kopf von Osiris ist, der hier nachträglich draufgesetzt wurde. Osiris ist halt in eine Art Behälter gelockt worden, der exakt auf seine Körpergröße angepasst war und er hat sich halt reingelegt, dann haben die den zugemacht, er konnte da nicht mehr raus und dann wurde er wohl mit ganz vielen Piken malträtiert und getötet. Und vielleicht hat man ihm halt auch von oben einen Speer in den Kopf gerammt. Und das ist dieses seltsame, senkrechte Struktur, die man hier sieht, die ihm dann auch dabei gleich die Nase abgerissen hat. Das heißt also, dieses Fossil oder dieser Kopf, der hatte nie eine Nase. Es gibt zwar uralte Skizzen und Zeichnungen, auf denen noch so eine Nase drauf ist. Und das heißt, dass die französischen, ja, ich glaube, die napoleonischen Soldaten sollen dann das Ding halt beschädigt haben. Aber ja, ein Foto gibt es davon halt nicht. Es gibt nur Zeichnungen und die können natürlich auch alle Fantasie sein. Und hier könnte es halt durchaus, also eine schöne These, wie ich finde, dass hier halt mal ein Speer von oben
durchgegangen ist, der die Nase halt mit abgerissen hat. Und da würde man sich dann schon fragen, wie ist diese Verletzung zustande gekommen? Und wenn man halt diese Geschichte kennt, dass Osiris in diesen Sarkophag gelockt wurde, und dann von oben man da so einen Speer reingerammt hat, dann könnte so eine Verletzung halt dadurch entstehen. Und ja, das fand ich halt irgendwie eine schön schräge These. So, dann kommen wir mal zu dem Bild. Hier sehen wir, genauso wie auch hier, das ist halt hier auf der Sphinx drauf, und da ist halt ein Loch drin, in dem Kopf. So, dann kann man da also reingehen, und da gibt es jetzt also verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist es halt wirklich ein fossilierter Kopf, und die haben den damals halt, der wurde zu einem Stein, also der fossilierte, als halt er schon bandagiert war. Das heißt, dann hatte man also auch das Gehirn rausgenommen, und es wäre da halt der natürliche Hohlraum, der in einem Schädel übrig bleibt, der hier oben dann irgendwann mal verschlossen wurde und zu dem Zeitpunkt hier noch auf war. Ich weiß nicht, das ist glaube ich auch so um 1900 entstanden, dieses Foto, das Schwarz-Weiße hier. Und dann hat man das halt später mit Beton zugemacht, und ich glaube, da ist jetzt noch ein kleiner Metall Deckel drauf, durch den man dann reinkommt in den Kopf. Also entweder ist das also ein Hohlraum, der in dem fossilierten Schädel drin ist, oder es ist ein kleiner Hohlraum, der sozusagen eine Art Stift aufgenommen hat, wo dann wiederum eine Art ein Steinkopfschmuck hier oben drauf war. Und das ist die Halterung für diesen Steinkopfschmuck. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass das ein Eingang ist und in der Sphinx Hohlräume sind. Und dazu kommen wir mal als nächstes. Diese beiden Illustrationen sind von dem Charles Russell gemacht worden. Diese hier 1913 und die hier 1914. Und das war hier für die Zeitschrift The Sphere ein Artikel, der hieß Remarkable Discoveries Within the Sphinx, The Temple Within the Hollow Head, von dem Professor G.A. Reisner. Der hat halt postuliert, dass hier oben dieser Eingang, den wir gerade auf dem anderen Bild gesehen haben, in einen kleinen Raum führt, der wiederum in einen größeren Raum und der wiederum durch den Hals in eine noch größere Halle, die in dem Korpus der Sphinx drin ist und die man hier auch nochmal ganz schön sieht und von der auch nochmal zwei Räume abgehen, wo dieser dreieckige hier die Mumie des ersten Pharao beherbergen soll. Ja, das ist ja auch eine skurrile Geschichte, und das habe ich hier von Verborgene Geheimnisse TV. Da gibt es einen interessanten Bericht drüber. Die haben auch immer schöne Fotos, und das ist auch auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter YouTube-Kanal.